Das Internet ist schon lange nicht mehr vor verrückten Trends sicher und nun hat es ein wirklich skurriler Trend auch ins Netz und vor allem in die Natur geschafft. Ökosexualität beschreibt die sexuelle Beziehung zu unserer Umwelt und was im ersten Moment wie ein schlechter Scherz klingt, hat sich in manchen Menschengruppen bereits gut etabliert. Der Trend konzentriert sich aber nicht auf den eigentlichen sexuellen Akt mit Genitalien, sondern beschreibt überwiegend die ökologische Interaktion mit Pflanzen oder allgemein der Natur. Auch wenn noch nicht vollständig integriert und tolerierte Sexualitäten momentan ihren Höhepunkt erleben, ist dies kein wirklich neues Phänomen. Bereits 2011 gaben die Künstler Annie Sprinkle und Elizabeth Stevens einen Denkanstoß in die heute ausgeprägte Richtung. Wir sind Wasservögel, wir umarmen die Bäume ohne Schamgefühl, wir massieren die Erde mit den Füßen und wir sprechen erotisch zu den Pflanzen. Wir schwimmen nackt, wir sind Anbeter der Sonne und Beobachter der Sterne. Wir streicheln die Felsen, wir genießen die Wasserfälle und wir bewundern die Erde. Wir feiern unsere Lust, wir sind sehr schmutzig. Typisch für diese sexuelle Ausrichtung ist das tiefe und intensive Umarmen von Bäumen und Düfte der Umwelt bewusst und stärker als sonst wahrzunehmen.